Samstag, 26. Juli 2008, 9.45 Uhr. Die ersten Spieler treffen ein für den Lufthansa-Sonderflug München-Köln. Darunter natürlich auch Lukas Prinz Poldi Podolski. Bayern München gegen den 1. FC Köln. Für die meisten ist es ein Testspiel wie jedes andere. Für Lukas Podolski ist es mehr. Ah ja, klar, es ist ein besonderes Spiel, habe ich ja die letzten Tage auch gesagt. Ich freue mich auf das Spiel, Familie ist auch im Stadion und ich hoffe, dass wir mit einem Sieg wieder zurückkommen. Danke. Bitte. Kurz nach 10, Poldi und seine Mannschaftskollegen betreten die Sondermaschine der Lufthansa. Kurz vor 11:30 hebt diese ab und ziemlich genau eine Stunde später landet sie am Kölner Flughafen in Poldis Heimat. Kurz vor 12 beginnt die Fahrt ins Interconti Köln. Natürlich möchte man fast sagen, vorbei am Wahrzeichen der Stadt, dem Dom. Im Hotel warten dann die ersten Freunde und Fans. 5,5 Stunden vor Spielbeginn ist für Poldi und Co. eine kleine Konditionseinheit im großzügigen Fitnessbereich des Hotels angesagt. Und nach dem Mittagessen gibt es noch ein kurzes Interview mit dem Heimkehrer vor der Ruhepause vor dem Spiel. Ja, wie ich dir gerade gesagt habe, ich war vor 1,5 Wochen schon hier und ich sag's ja immer wieder, hier ist meine Heimat, hier wohnt meine Familie und ich bin immer froh, wenn ich hier sein kann. Aber ich denke, ich bin jetzt mit meiner eigenen Familie in München und da sind wir auch froh und ich konzentriere mich jetzt voll auf die Saison mit dem FC Bayern. Hast du dir schon überlegt, wie es sein könnte, wenn du da in dein ehemaliges Stadion zurückkommst? Die Ordner kennen dich vielleicht noch. Freust du dich auf irgendjemanden ganz besonders? Ja, ich kenne ja einige, wie du sagst, Ordner oder Zeugwart oder Betreuer kenne ich ja schon. Ich habe ja 11 Jahre in dem Verein gespielt und da hat man schon einige Freunde und Bekannte. Aber ich lasse mich einfach überraschen. Ich freue mich einfach auf das Spiel und alles andere sieht man dann. Hast du dir was vorgenommen? Mindestens eine Bude oder so? Auf jeden Fall. Okay, wir drücken die Daumen. Dankeschön. Danke. Kurz nach 4, der Bayern-Bus steht bereit zur Abfahrt ins Rhein-Energie-Stadion. Die Fans warten auf Autogramme ihrer Lieblinge, allen voran auf die des verlorenen Sohnes Lukas Podolski. Und sie bekommen sie auch.